Jens, das ist der Gregerl. Herzliche Gratulation an alle Gewinner des ÖFB Social Football Awards 2018. Soziales Engagement ist sehr wichtig und trägt gerade im Fußball zum Zusammenhalt bei. Hallo, ich bin der Valentino. Ich finde, dass jetzt ein sehr cooles Projekt gestartet wurde. Gemeinsam mit dem Social Football Award will der ÖFB besondere Leistungen von Fangruppierungen, Einzelpersonen oder ehrenamtlichen Funktionären im Bereich Fußball honorieren. Das ist eigentlich die Basis, auf der der Fußball sich gründet in unserem Land. Natürlich ist das Nationalteam, die Spitzenclubs, das, was medial drüber kommt. Aber was hier Woche für Woche in der ganzen Fläche über Österreich hinweg geschieht, was hier organisiert wird, Nachwuchsspiele bis hin zur ersten, da kann man nur den Hut ziehen. Da sind unwahrscheinlich viele Ehrenamtliche, die wirklich um Gottes Lohn, ja oft unter Kritik, den Job professionell erledigen und daher auch bedankt gehören. Ich glaube, so eine Auszeichnung ist sensationell. Also es ist riesengroß, österreichweit mit dem ersten Platz prämiert zu sein. Wir sind Landesligist, das heißt, es ist für uns eine Riesenehre, dass wir da mit so einem Projekt vorangehen können. Wir möchten mit diesen Auszeichnungen ein Zeichen setzen, weil es ganz, ganz viele tolle Initiativen gibt, die rund um den Fußball passieren. Und es ist ganz wichtig, auch all diese Personen vor den Vorhang zu holen, die in vielen unbezahlten ehrenamtlichen Stunden diese großartigen Projekte auf die Bühne stellen, um damit denen zu helfen, denen es im Leben nicht immer so gut geht wie uns. Ich bin sehr stolz. Anerkennung für das, was jetzt die letzten zwei Jahre bei uns im Fanclub passiert ist. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz und möchte mich auch bei allen bedanken, die mich da unterstützt haben. Wir planen selbstverständlich, den Preis nachhaltig zu implementieren. Ein Einmaleffekt ist zwar immer schön, aber nur mit der notwendigen Nachhaltigkeit kommt man tatsächlich auch in die Köpfe der Menschen. Und deswegen ist dieser Erst-Event einmal als Kickoff zu sehen und planen wir selbstverständlich, das auch in den nächsten Jahren durchzuführen. Unser Sport kann auf gar keinen Fall ohne motivierte Menschen leben und das ist völlig egal, ob es Fans sind, ob es Trainer, Spieler oder Mitarbeiter sind oder ob es Leute sind, die ehrenamtlich in sozialen Engagements helfen. Durch seine Kraft, die der Sport hat, durch die Spielregeln des Sports, durch die Werte, die der Sport vermittelt, eine gute Lebensschule und kann auch für andere Lebensbereiche sehr viel mitgeben. Fair Play, Teamwork, Anerkennung des Gegners, Achtung des Schiedsrichters, Einhaltung von Spielregeln. Setzen von Zielen, Erreichung von Zielen, das Lernen von Umgang mit Niederlagen, das sind alles Dinge, die man im Sport erlebt. Also HK Traun hat vor 5 Jahren das Projekt Fußball sucht Job gegründet. Das heißt, dass wir Kinder neben der sportlichen Ausbildung auch im sozialen Bereich ausbilden wollen. Pünktlichkeit, Höflichkeit, Disziplin ist ganz wichtig und da haben wir einfach die Idee gehabt, mit diesen Philosophiefotos einfach den Kindern auch bildlich das mitzugeben, was unser Schwerpunkt ist. Ich glaube, dass allgemein gesehen der Sport extrem wichtig ist für die österreichische Gesellschaft und jede Sportart seine Spezifik hat. Im Fußball, aufgrund natürlich der Breite, ist es ein Spiegelbild auch der Gesellschaft. Er verbindet, er führt Leute zusammen über alle Gesellschaftsbilder hinweg und deswegen glaube ich, dass der österreichische Fußball einen sehr hohen Teil dazu beiträgt, den Sport in der Gesellschaft zu verankern. Auch im Bereich Inklusion und Integration kann der Fußball Vorreiter sein für viele Menschen und zeigen, dass in Österreich, in der österreichischen Fußballfamilie, alle willkommen sind. Also wir haben einfach gemeinsam die Idee gehabt mit meiner Kollegin, dass wir einen Fanclub fürs Nationalteam gründen. Und da die Freundin von mir und ich beide ein Handicap haben, haben wir von Anfang an gesagt, es muss ein Fanclub für Leute mit Handicap in der Kurve sein. Hier beim ÖFB werden Werte wie Toleranz, Respekt und Solidarität natürlich sehr groß geschrieben. Deswegen ist es wichtig für uns als Menschen, diese Werte auch wirklich wahrzunehmen und ja, auch solche Leistungen zu honorieren. Und ja, mich persönlich freut es natürlich extrem, dass wir so ein Projekt starten können. Da wir in Klagenfurt unser Verein in St. Ruprecht haben, das ist ein Stadtteil mit einem sehr hohen Anteil von Migrationshintergrund und wir waren eigentlich dazu gezwungen, das zu machen und haben uns da eigentlich eingelebt und ja, jetzt tragen wir die Früchte davon. Diese Leute, die sich hier ehrenamtlich engagieren, die im Bereich der Integration, Inklusion tätig sind, verdient haben, auch immer wieder vor den Vorhang geholt zu werden, weil auch dafür der flächendeckende Fußball in Österreich steht. Wir können es noch gar nicht in Worte fassen, also wir sind gerade dabei, das zu realisieren, dass endlich unsere Arbeit, die wir leisten, was gesellschaftspolitisch wirklich wichtig ist, dass der anerkannt wird und ich hoffe, dass auch andere Institute folgen werden im Beispiel.
Macht's bitte so weiter. Vielen Dank. Das macht einfach nur viel Spaß. Weil wir gemeinsam viel mehr Freude bereiten. Wir helfen einfach Leibwandig. Yeah!